Warum machst du das, Bruder René, mit den Videos? Fragt mich vergangene Woche der 14-jährige Leo. In meinen Videos rede ich über das, was mich bewegt. Ich spreche über Dinge, die mir helfen, glücklicher zu sein. Und ich denke dabei an die Menschen, die mir schon oft gesagt haben, was ihre Lebensideale sind. Und diese Menschen haben mich immer wieder motiviert, meine Lebenseinstellung zu verbessern. Ich weiß, dass ich mit meinen Videobotschaften anderen helfen kann, das zu entdecken, was ihr Leben schöner macht. Ich denke da an eine 14-jährige Jugendliche, die in diesen Tagen gesagt hat, ein Video von Bruder René hat mir klar gemacht, dass ich als Mensch wertvoll bin. Ich will als Mensch anerkannt werden. Und deshalb lasse ich mich zum Beispiel nicht mehr von einem Burschen wie ein Gegenstand benutzen. Das sagte die Jugendliche. Es freut mich, es berührt mich, dass eines meiner Videos einen Menschen so zum Umdenken bringen kann. Dabei ist mir klar, dass ich das nicht allein schaffen kann. Ich habe zum Beispiel franziskanische Mitbrüder und junge Leute, die mir helfen, die Videos zu produzieren. Und ich vertraue auch auf das Wirken Gottes. Denn ich bin überzeugt, dass im Letzten nur Gott allein das Innerste der Menschen berühren kann. Und mir fällt dazu ein Wort des Apostel Paulus an die Christen von Korinth ein. Er schreibt in einem Brief, Gott bewirkt alles in allen.